Also Manko bezieht sich auf Fehlbestände, Mankohaftung bezieht sich auf Haftung für Fehlbestände. Und wir unterscheiden zwei Fälle. Wir haben keine Mankoabrede. Was eine Mankoabrede ist, klärt sich gleich. Oder wir haben eine Mankoabrede, was bedeutet, wir haben für diesen Fall eine Regelung getroffen. Das heißt Mankoabrede. Wir haben für diesen Fall, dass der Kassierer einen Fehlbestand hat, eine Abrede getroffen. Das ist eine Mankoabrede. Wenn wir keine Mankoabrede haben, dann haben wir das dreistufige Haftungsprinzip, das wir gerade besprochen haben. Also für den ersten Fall, dass wir keine Mankoabrede haben, können wir schreiben, siehe oben. Das dreistufige Haftungsprinzip, das wir gerade besprochen haben, wiederholen wir nochmal. Erste Stufe, leichte Fahrlässigkeit, keine Haftung. Zweite Stufe, normale Fahrlässigkeit, anteilige Haftung. Dritte Stufe, Vorsatz oder Fahrlässigkeit, volle Haftung.